Herzlich willkommen jetzt auch wirklich bei mir. Oh! Ich habe gerade dünnsinnigerweise vergessen, zum richtigen Zeitpunkt auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Deswegen könnt ihr die ersten drei Folgen dieser Folge sehr gerne bei Tertor schauen. Der wird sich freuen. Ja. Das tue ich. Und so sehr, dass ich mir so einen Pixelkompressor da oben hinstelle. Oh, Stimpacks. Ja, guten Tag, Herr. Weißt du, wer das ist? Der hier steht? Weißt du, wer das ist? Das? Weißt du, wer das ist? Günther. Nee, keine Ahnung. Nee, das ist meine Mutter. Ach, deine Mutter. Das ist nicht ein Männchen? Nein. Okay. Das so. Sieht man doch eindeutig. Link. Juhu, ich habe 2000 Pixel dabei. Oh, warte mal, ich habe 4000 Pixel. Ein Kilo Voxel, zwei Kilo Voxel. Wieso denn Voxel? Ach so, okay. Dann soll ich ein Kilo Voxel machen? Oder zwei Kilo Voxel? Glaube ich wurscht. Ich glaube, es ist ein gewisser Prozentsatz, der vonlöten geht. Okay, dann ist es egal. So, wo ist das jetzt hingekommen? In dein Inventar. In mein Inventar. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. In mein Inventar. Gut, jetzt können wir wieder auf den Planeten. Oh, 40%, alter Schwede, ist aber auch ganz schön heftig. Uiuiui. Ja, stimmt. Ich schmeiß es mal mit in deine Truhe hier. Falsche Truhe. Mit in deine falsche Truhe. Ich würde dir empfehlen, was mitzunehmen. Achso, warum? Wenn du nämlich dann irgendwie einen Händler triffst auf einem der 10 Planeten, kannst du dann auch was kaufen. Achso. Ah. Und deswegen werde ich auch was anderes noch mitnehmen. Was denn? Was denn? Oh. Oder du nimmst das mit. Oh, warte, dann überlege ich gerade nochmal. Achso, und mit der kann man das dann wieder herstellen. Ja. Hier, warte. Ich hab auch noch was für dich. Eine verrottete Frucht. Einen verrotteten Apfel. Super, das gleicht voll aus. Zu groß. Viel zu groß, das passt hier gar nicht rein. Mann, Scheiße. So, wie viel Platz habe ich denn hier noch? Und mein Inventar ist schon wieder zugedrödelt. So. Voll. Achso, Einhandwaffe weg. Ne, warte, den behalte ich nochmal, das ist okay. Weg, 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 weg. Also, voll. Ne, die wollte ich doch behalten, hör doch mal zu. Okay, ja, das hört sich ganz gut. So, ja. Ja. Oh. Und wenn wir jetzt erfolgreicher sind? Ja, ich hoffe es doch. Aber jetzt auch bei mir, das erste Mal quasi auf dem Kanal. Wieso sterben wir schon? Nee, du darfst dich nicht von diesen weißen Schneebällen treffen lassen. Größere Schneebälle bei den kleinen. Ah, jetzt kommt das Ding aber von der. Jetzt ist der Wind hat sich gedreht. Nee, was ich sagen wollte, ist jetzt endlich auch mal bei mir auf dem Kanal Level 10 Planet. Hurra! Och Mann. Nix geht! So. Oh. Alter! Nix geht. Was? Greif mal kein Viech an. Das ist so ein Tipp. Ich habe kein Viech angegriffen. Nee, ich aber. Ich wollte es nur sagen. Ich war schon vor dir gestorben. Aber. Ja, Alter. Das ist doch krass. Das ist doch nicht normal. Man muss einfach ausweichen. Oh, ich habe Solarium gefunden. Was brauchen wir jetzt nochmal? Egisalt gerade, ne? Ja, Egisalt. Oh, das ist jetzt egal. Oh, du bist nach rechts gegangen.
Ach, ab jetzt werden wir gar keine neuen Rüstungen mehr finden nach Gegnern, sondern da müssen wir irgendwelche Händler finden, denen wir Dings der Bumster hier, wie heißt das? Codex-Zeugs abkaufen können. Dann so Blueprints, ne? Wäre ein bisschen komplizierter. Das stimmt. Was hier? Schnee? Nur Silber? Nee, wo, beziehungsweise, nee, wir können, also, wenn wir jetzt, also, wir können das nächste ist, was wir bauen können, ein Egisal-Tech-Upgrade. Dazu brauchen wir halt das Egisal-Dings und, ach so, oh, endlich ist er auch gut. Ja. Quasi wie das Durasteel-Tech-Upgrade, das war ja quasi genauso. Ich greife euch nicht an, 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 ich greife euch nicht an. Ich greife euch. Das war total unnötig, ernsthaft. Total unnötig. Plutonium. Oh, ich habe einen Boss gefunden. Ja, dann hau den mal um. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Wenn ich die Kleinen schon mit einem Schlag töten, brauche ich auch nicht mehr Angst vor dem haben. Das ist richtig. Ah! Ich habe keine Lust mehr. Ich will jetzt eine neue Rüstung haben. Lass mal auf ein Level 10 Wüstenplanet rüber wechseln. Nee, jetzt bleiben wir hier. Jetzt muss ich auch nochmal sterben. Oh nein, da kommt Vögel. Ich habe ihn eingesperrt. Ach, kann ich den jetzt töten? Ich habe keine Bomben mehr. Das dauert ja ewig dann wahrscheinlich. Oh, es windet schon wieder. Das ist ja toll. Durchschießen. Au. Der kann mich schon mal nicht angreifen dadurch. Au. Oh. Hi. Ich schieße ihn jetzt die ganze Zeit ab und ich sehe in seinem Balken keine Änderung. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Das glaube ich auch. Hier sind eigentlich immer diese Schneeplaneten gleichzeitig Vulkanplaneten. Hallo? Achso, das muss so aussehen. Hast du gerade mich gemeint? Hier, hallo? Nee, die Welt, aber das war alles okay. Das weiß ich nicht. Ich denke mal, weil das irgendwie mal miteinander zusammenhängt. Ja, vielleicht. Du bist noch an der Oberfläche, ne? Ja, ja. Oh, was ist denn lila? Lila, das kann ich dir sofort sagen. Plutonium. Ja. Auch wenn das Feld eher pink ist. Ja. Doch keine Ahnung von Farben. Oh, das ist eine Truhe. Alter. Oh, ich stehe in der Lage. Ein Dreizack. Nicht witzig. Wirklich, nicht witzig. Wie stark ist deine nochmal? 115. DPS? Ja. 1000 irgendwas? Nee. 2000 irgendwas. Will ich den Endboss da noch wieder da links? Ach, den kann ich beim nächsten Mal laufen. 2000. Was ist denn für ein Baum? Ist kalt. Ja, die braucht man aber auch. Ja,
Ich stehe hier neben Lava und friere. Wie kann das denn anders? Oh. Da fällt mir was ein. Ach, mit dem Überlebenspack friert man dann weniger? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Ach, wenn man nur besser. Alter, das gibt's doch nicht. Der verliert wirklich überhaupt gar nichts. Hast du den gefunden oder was? Ja, ja. Seit, weiß ich nicht, 2 Minuten oder sowas schieße ich mit allem, was ich habe, auf ihn. Und er hat. Und er verliert pro Schuss zwischen 24 und 43 Lebenspunkten. Wenigstens ein Balken. Yeah! Der erste Balken ist runter. So. Ja, das dauert mir nur eindeutig zu lange. Einen schönen Batzen Diamanten an der Oberfläche. Aber leider in Obsidian. Rubium. Wofür braucht man denn Rubium? Wohl. Was? Rubium. Kommt doch irgendwann. Ja, bestimmt. Egisalt war, glaube ich, so gelblich oder so, ne? Kann sein. Oh, was ist das? Oh nein, Gegner. Fiese Gegner. Geil, 1000 abgezogen. Florana, haben die hier irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Das ist einfach nur so ein Wasserbehälter. Nein, nicht mich angreifen. Bleib weg. Komm, bleib weg. Du hast mich nicht gesehen. Ah, sehr cool. Sehr gut. Ruhe gehen? Nimm mich doch gar nicht. Komm, lass mich leben. Ah, ein Vogel. Das ist wahrscheinlich Gold, ne? Ja. Würdest du immer noch den Endgegner? Nee. Aber ich stehe noch quasi neben ihm. Wieso versuche ich das? Ich bin dumm. Naja. Naja, ah. Passiert. Ich bin gekommen bis zu so einem Lorana-Feld, die in so einer Vase leben oder was auch immer das sein soll. Aber jetzt habe ich einen Dreizack. Der mir irgendwie nicht so viel gebracht hat. Die haben nämlich um einiges mehr, können die einstecken als die 2000. Nein! Denk an. Bist du etwa gestorben? Wollen wir zusammen nach links gehen? Mach mal den Vogel kaputt. 1071. Oh, ich habe eine neue Taktik. Was dachte ich jetzt? Ach, weil ich gestorben bin. Der Vogel hat mir auf den Kopf geschissen. Wo bist du? Also, ich bin bei dir. Ich muss ja immer zweimal biegen. Ja, stimmt. Stimmt. Wir machen das jetzt so. Ja. Hier ist jetzt schon ein Loch. Wir buddeln uns einfach die ganze Zeit knapp unter der Oberfläche hier über den Planeten. Das ist eine total gute Idee. Vor allem, weil das Material sich so herrlich dafür eignet. Spannendste Let's Play ever. Tiefe! Nochmal tief. Zweimal tief hintereinander. Also müssen wir tatsächlich jetzt erstmal Egesalt finden, um weiterzukommen, ne? Ja,
Ja, vielleicht ist es tatsächlich ratsam, das nicht auf einem Level 10 Planeten zu versuchen. Der womöglich auch gar kein E-Gesalt hat. Das. Oh, aber die haben Anden. Ja. Und Schneebälle. Ist ja auch ein Schnoplanet, ne? Also nebenan ist halt ein Wüstenplanet, der würde sich eventuell auch anbieten. Der ist ähnlich hart mit Level 10, aber hat halt vielleicht auch leichter irgendwie so ein bisschen... Ist das Kaka? Da oben? Nee. Ja, oder nicht oben drüber, sollst dich da einbuddeln lassen. Meinst du, wollen wir es noch ein bisschen auf diesem Planeten versuchen? Ja, der andere ist ja auch nicht schwer. Leichter, glaube ich. Nee, aber der hat weniger Eis. Ja, und besser durchbuddeln. Und ja, genau. Na, aber jetzt schaffen wir den noch. Also wir. Weiß ich auch der, nicht. Der ist schon relativ groß. Einmal noch sterben. Einmal noch sterben. Na gut. Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Ah, oh, ich bin nicht doppelt gejumpt. Das war keine Absicht. War jetzt sehr schlecht. Okay. Aber können wir den Planeten echt zurücklassen, ohne ihn umrundet zu haben? Ja, ne? Ja. Das ist, also wir können, warte, wir machen das anders, wir speichern ihn uns, im Sinne von, ich schreibe ihn mir auf. Gut. Und dann können, ich habe gar keine Zettel. Oh, bumm. So. Oh, der Zettel ist wichtig. So, also ich speichere mir die Koordinaten und welcher Planet das ist und dann... das ist dann x... Minus 3, 6, 9, 4, 5, 4, 2, 7 und 4, 5, 4, 6, 5, 2, 5, 8. Und dann ist das X, Lynkis, 0, 4, 2, 7, der zweite. Ja. Biom Desert. Go. Lustige Sets habe ich jetzt. 200 Hertz, 200 Energie, 2473 Angriff und 90 Verteidigung. Ey, wieso ist deine Kamera? Hm. Ja, so ein bisschen Egisalt, das wird schon was. Würde uns weiterhelfen. Da müssen wir wahrscheinlich echt nicht auf ein Level 10. Hey. Auf einen Level 10 Planeten, sondern doch wäre ja vielleicht. Level 7? Ja. Oder so. Aber jetzt gucken wir uns den nochmal an. Vielleicht finden wir ja für mich eine schöne Rüstung. Das stimmt, vielleicht finden wir für dich eine schöne Rüstung. Aber das werden wir nicht so schnell herausfinden, weißt du? Nicht? Nee. Also auf jeden Fall nicht in dieser Folge. Ich glaube, da unten ist eine. Ich glaube, ich habe schon eine gesehen. Na gut, dann werden wir es rausfinden in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge. Bis dann. Jo, tschüss. Tschüss.